Die Voraussetzung dafür, dass wir in Zukunft energiesicher sind, ist der Ausbau der erneuerbaren Energie. Vielen Dank, Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck, für die einleitenden Worte zu unserem heutigen Video. Und damit moin moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Ja, im heutigen Video wollen wir uns mal ansehen, was in der ersten Lesung im Bundestag zum Osterpaket von Robert Habeck alles gesprochen wurde. Die Parteien kamen alle zu Wort. Das war ein Tagesordnungspunkt von rund anderthalb Stunden. Wir haben das Ganze jetzt mal komprimiert für dieses Video, haben uns die prägnantesten Aussagen rausgesucht, über die wollen wir kurz sprechen, dann noch ein Gesamtfazit ziehen, einen kleinen Ausblick geben, wie es weitergeht mit dem Osterpaket, damit ihr wieder auf dem Laufenden seid. Ja, steigen wir gleich ein. Den wichtigsten Satz hat Robert Habeck schon gesagt. Jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Er spricht noch über Bürgerbeteiligung, das wollen wir uns mal kurz anhören. Wir sorgen außerdem dafür, dass die Beteiligung der Menschen in diesem Land an den erneuerbaren Energien deutlich gesteigert wird. Bürgerwindparks, Eigenstromverbrauch, die Möglichkeit der Kommunen an den Windparks zu profitieren, all das wird deutlich angehoben, sodass die Demokratisierung des Energiesystems, die Teilhabe der Menschen am Energiesystem tatsächlich noch mal deutlich angehoben und erweitert wird, bis an die Grenze des Möglichen. Ja, hier halt dann die Bürgerbeteiligung durch Windparks, durch Solarenergie. Ja, alles schön und gut, aber was uns natürlich umtreibt, ist einmal die niedrige Einspeisevergütung für Eigenverbrauchsanlagen. Das heißt, die Überschüsse, die mit Eigenverbrauchsanlagen ins Netz gehen, die liegen weit, weit unter dem Marktpreis. Und beim Volleinspeiser sieht das Ganze ganz anders aus. Hier haben wir so eine Zweiklassengesellschaft. Der Volleinspeiser bekommt das Doppelte von dem, was der Überschusseinspeiser bekommt, obwohl es ein und derselbe Strom ist. Und da müsste natürlich nochmal nachgearbeitet werden, weil so kann man jeden verstehen, der sagt, ich verschenke doch nicht meinen Strom an den Netzbetreiber und der verscherbelt ihn dann für teures Geld an der Börse. Letztes Jahr war das noch anders, da war die Einspeisevergütung noch höher als der Marktpreis. Jetzt ist es aber ein eklatanter Unterschied und das ist wahrscheinlich auch der Weg, wo es jetzt langsam weggeht von der Einspeisevergütung über 20 Jahre hin zur Direktvermarktung, dass man dann quasi am Marktgeschehen teilnimmt und dann auch durch Einspeisung beeinflussen kann, wie, wann und wo man seinen Strom verkauft. Ja, dann hat Robert Habeck noch ein paar eindringliche Worte gesagt in die Richtung erneuerbare Energien. Gibt es ja oft die Aussage, reiten unser Land in den Abgrund und wir kommen wieder in der Steinzeit raus. Da hat er ein schönes Gegenbeispiel für gebracht, das wollen wir uns jetzt mal ansehen. Möglicherweise, hören Sie mir kurz zu, jetzt ist es interessant. Sie werden vielleicht mitbekommen haben, dass gestern ein schwedisches Unternehmen Northvolt eine Investitionsentscheidung von 4,5 Milliarden zur Batterieproduktion in Deutschland getroffen hat. Dieses Unternehmen hat europaweit gesucht, wo ist der beste Standort. Und sie haben sich für einen Standort entschieden, der die höchste Durchdringung mit erneuerbaren Energien hat. Sie haben sich europaweit für den Standort entschieden, wo die meisten erneuerbaren Energien verfügbar sind. Das zeigt, dass wir nicht nur das Klima schützen, dass wir nicht nur außen- und sicherheitspolitische Souveränität gewinnen, sondern Wohlstand und Wertschöpfung, Arbeitsplätze und die Industrie der Zukunft jetzt aufbauen. Wir schaffen damit auch die Zukunft für den Wohlstand in diesem Land. Alles spricht dafür, mit großer Geschwindigkeit und mit großer Entschlossenheit jetzt den Ausbau der Erneuerbaren und die Klimaneutralität umzusetzen. Vielen Dank. Northvolt, der Batteriehersteller aus Schweden, hier nur ein Beispiel. Tesla ein anderes Beispiel. Elon Musk hat sich auch Brandenburg ausgesucht wegen der vielen Windenergie, weil da saubere Energie einfach ist. Viele, viele Unternehmen schauen heute schon, wo sie ihre Standorte wählen. Nach ökologischen Gründen, nicht nur nach ökonomischen Gründen. In Deutschland wird ja nicht gerade günstig produziert. Die Arbeitskraft in Deutschland ist recht teuer. Trotzdem kommen Leute wie Elon Musk oder aber auch Northvolt nach Deutschland, um hier zu produzieren. Das heißt also, die Erneuerbaren, schönes Beispiel von Robert Habeck, reiten das Land nicht in den Abgrund, sondern sie sind einfach Antreiber auch für Konjunktur und Wirtschaft. Aber schauen wir, was gab es noch zu hören? Jetzt kommt Andreas Jung und da geht es um die Steuerbefreiung für Photovoltaikanlagen bis 30 Kilowatt Peak. Das war ja auch ein Anreger von uns und auch im EU-Parlament ist das Ganze ja schon besprochen und beschlossen worden und könnte jetzt in deutsches Recht umgesetzt werden. Ausdrücklich unterstützen wir die Bemühungen, die Sonnenenergie zu nutzen auf Dächern, auf Parkplätzen, auf
auf vielen Flächen, auch Gewerbeflächen, Konversionsflächen, auch in der Doppelnutzung, um Nutzungskonflikte zu vermeiden. Wir glauben aber, dass das, was im Erneuerbaren Energiengesetz gemacht wird, ergänzt werden muss durch eine ganz klare Botschaft, nämlich Steuerfreiheit für die kleinen PV-Anlagen bis zu einer installierten Leistung von 30 kW. Da haben wir in der letzten Periode einen Anfang gemacht bis 10 kW. Es gibt eine Bundesratsinitiative des Landes Baden-Württemberg, vorgestellt von dem grünen Finanzminister. Die unterstützen wir. Es wäre eine ganz klare Botschaft. Wer sich so eine Anlage auf das Dach macht, der zahlt keine Steuern. Das ist eine Ermunterung für den Ausbau erneuerbarer Energien. Das ist ein Abbau von Bürokratie und wird einen Schub automatisch bringen. Das werden wir in die Beratungen einbringen. Ja, er will das also weiter in die Beratung einbringen. Das ist natürlich ein sehr positiver Aspekt. Das hieße dann Photovoltaikanlagen zukünftig gleich zum Nettopreis. Das hat ja die EU hat den Weg dafür freigemacht. Wir könnten es jetzt umsetzen. Wäre natürlich prima, wenn das gleich noch mit ins Osterpaket käme, spätestens aber ins Sommerpaket. Die CDU ist dran. Wir dürfen gespannt sein. Ja, zum Thema Volleinspeiser und Überschusseinspeiser und unterschiedliche Stellen. Dazu hat sich Thomas Heilmann nochmal geäußert, ebenfalls von der CDU. Da schauen wir jetzt auch mal rein. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Sie geben ziemlich genau vor, welches Geschäftsmodell Sie unterstützen. Denn entweder man speist ein, vollständig, oder man verbraucht den Strom selbst. Kombinationen, etwa mit netzdienlichen Speichern, stellen Sie schlechter. Ja, also das auch Thema zumindest im Bundestag. Und wenn es dann in die Expertenräte geht, die dann nochmal über das Ganze beraten, vielleicht passiert da ja noch was. Wir dürfen ja die Hoffnung nie verlieren. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Ja, und dann hat sich Thomas Heilmann auch noch geäußert zu den Kritiken der Verbände. Das wollen wir uns auch noch mal kurz ansehen. Bitte lesen Sie einmal die vielen Stellungnahmen zu Ihrem Osterpaket. Wie ein roter Faden zieht sich unsere Kritik durch die Analysen der Fachleute und Betroffenen. Übrigens auch oft vorgetragen von Institutionen, die sich seit Jahren für klimaneutrale Wirtschaft stark machen. Der Bundesverband Windenergie sagt, in ihrer aktuellen Version tragen die Vorschläge keinesfalls ausreichend zu einer Lösung der bestehenden Blockaden bei. Von einem Bürokratiekarussell über alle föderalen Ebenen stöhnt der für Schwertransporte zuständige Chef beim Güterkraftverkehrsbank. Das Bündnis für Bürgerenergien, Frau Verlinden, widmet dem Problem ein ganzes Kapitel zum Osterpaket unter der schönen Überschrift »Bürokratische Hürden bleiben, Lösungen werden vertagt«. Das Gesetz dürfe nicht, so wörtlich, als Schönheitsreparatur in die Geschichte eingehen. Gebraucht würde die längst überfällige administrative Entschlackung des EEGs. Der Förderverein Solarenergie schreibt in seiner Analyse, der versprochene Bürokratieabbau ist nur in wenigen Punkten umgesetzt worden. Ja, in anderen Fällen wurde der Bürokratieaufwand sogar noch erhöht. Ja, also man sieht schon, also viele unserer Kritikpunkte auch, waren ja auch Kritikpunkte der Verbände und das wurde also wirklich in den Bundestag jetzt auch reingetragen und wie gesagt, es ist noch nichts in Stein gemeißelt. Wir dürfen hoffen, dass vielleicht bis zur zweiten Lesung noch was passiert, wenn jetzt die Expertenräte zusammenkommen und dann das Ganze beratschlagen. Wir dürfen da sehr gespannt sein und wir schauen jetzt mal weiter. Jetzt kommt Timon Gremmels von der SPD. Und bei ihm geht es dann darum, erstmal die Dächer voll zu machen. Er betrachtet aber auch die Problematik der Lieferengpässe und der Handwerkerengpässe. Und da wollen wir mal kurz hören, was er dazu zu sagen hat. Wir haben hier eine Vervierfachung des Zubaus. 22 Gigawatt pro Jahr wollen wir schaffen. Und da geht es nicht, dass wir Freifläche gegen Dachanlagen gegeneinander auszuspielen. Wir brauchen beides, um es zu gelingen. Natürlich als erstes die Dächer vollmachen, aber wir müssen auch gucken, dass wir sinnvolle Freiflächen nutzen, um diese Ziele zu erreichen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, und wenn wir jetzt gesetzgeberisch die Weichen stellen, dafür, dass der Zubau gelingt, müssen wir industriepolitisch auch gucken, dass wir den Fachkräftemangel, dass wir den Lieferkettenmangel beseitigen, weil ich auch aus meinem Wahlkreis Unternehmen kenne, die würden gerade im Bereich der erneuerbaren Energien deutlich mehr verkaufen, wenn dort der Fachkräftemangel bzw. der Lieferkettenmangel nicht gegeben wäre. Auch darum müssen wir uns kümmern. Auch das muss moderne Industriepolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, also auch diese Problematik, aber das stand ja auch schon im Koalitionspapier drin, ist bewusst. Die
die Regierung will ja darauf setzen, dass einfach Fachkräfte ausgebildet werden in den nächsten Jahren, damit wir einfach dann auf dem Weg 2030, 2035 dann wirklich auch die Fachkräfte haben, die das Ganze auch realisieren und umsetzen. Es wird ja auch Arbeitsplatzwechsel geben. Automobilindustrie wird nicht mehr so viele Arbeitsplätze brauchen. Fossile Energien brauchen auch nicht mehr so viele Arbeitsplätze. Und das Ganze wird einfach rübergehen in die Erneuerbaren. Und da muss einfach jetzt der Schwenk kommen. Und die Politik hat das scheinbar im Auge. Man muss halt nur immer sehen, was kommt dabei raus und wie wird es umgesetzt. Nächster Redner in unserer Runde ist Dr. Andreas Lenz von der bayerischen CSU. Und hier geht es darum, was im Osterpaket auch so ein bisschen zu kurz kommt. Das ist so die Marktintegration, das Systemische, aber auch Speicher. Wie wollen wir später damit umgehen? Wie wollen wir den Strom dann zur Verfügung stellen, wenn er wirklich gebraucht wird? Wie können wir auch mit Effizienz umgehen? Und da hören wir doch mal rein, was er dazu zu sagen hat. Letztlich fehlt bei Ihrem Paket auch eine systemische Betrachtung. Es findet keinerlei Marktintegration statt. Es herrscht nach wie vor das Motto Produce and Forget, also sozusagen produzieren und sich dann nicht mehr um die Mengen kümmern. Wir brauchen mehr Anstrengungen bei der Frage des Netzausbaus, auch bei der Frage der Verteilnetze, bei der Marktintegration und bei den Speichern. Und all diese Punkte befinden sich übrigens nicht im überragenden öffentlichen Interesse. Soweit also Dr. Andreas Lenz von der CSU. Auch dieses Thema also angebracht. Es ist also eigentlich über alles gesprochen worden, wo wir sagen, das hätte noch mehr reingebracht werden müssen. Die Bürokratie, zum Beispiel auch, dass die Bürokratie halt wirklich noch verschlimmert wurde, wurde ja auch angemerkt. Und die ganzen Punkte, die wir drin hatten, sind eigentlich im Bundestag heute mit besprochen worden. Wir dürfen gespannt sein, inwieweit das jetzt Auswirkungen hat auf die Art und Weise des Osterpakets, weil es ist so, wie es jetzt in der Lesung war. Das war die letzte Version, die wir euch vorgestellt haben und jetzt müssen wir einfach gucken, ob sich da noch ein bisschen was ändert. Von den Regierungsparteien ist klar, wurde das Ganze natürlich unterstützend bewertet. Grüne, FDP und auch die SPD haben natürlich das Osterpaket verteidigt und sich dafür ausgesprochen. Von der Linken, ja, kam jetzt nichts wirklich richtig Konkretes, es wurde darauf hingewiesen, man soll sich überlegen, was passiert denn, wenn das Ganze nicht so klappt mit dem Ausbau. Man muss einfach auch Alternativpfade haben, das hat die Linke angemerkt, das fehlt ihr hier halt eindeutig. Und ja, dann haben wir noch die AfD im Bundestag. Ich gebe hier mal ein Beispiel für die AfD. Da haben wir den Kollegen Steffen Cottré und hört euch einfach mal an, was er zur Bürgerenergie zu sagen hat. Haben. Und die sogenannte Bürgerenergie, die ich immer höre, wo sich also Bürger jetzt selber um die Stromerzeugung kümmern sollen, naja, das ist doch irgendwie ein Zeichen, dass wir wieder irgendwie zu mittelalterlichen Zuständen zurückkommen. Nein, wir haben eine Arbeitsteilung in unserer Volkswirtschaft. In dieser Arbeitsteilung, da sind Unternehmen dafür zuständig, dass sie den Strom erzeugen. Und ja, am altbewährten festhalten, weil mit Neuem gehen wir noch weiter zurück. Das ist so die Stellungnahme der AfD an der Stelle. Hat sich wieder in vielen, vielen Widersprüchen verzwickt, von wegen, auf der einen Seite sind die Erneuerbaren zu teuer, auf der anderen Seite würden sie die Fossilen irgendwo in den Hintergrund drängen und so. Und das ist wie immer von der Seite, es ist einfach nichts Konstruktives, es ist immer nur dagegen, 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 so geht es nicht, so geht es nicht. Ein Vorschlag kam noch, wie es gehen kann, den schauen wir uns jetzt nochmal an. Machen wir lieber in Kernenergie, da kommen wir besser voran. Dankeschön. Ansonsten war es wieder eher ein trauriger Auftritt. Der andere Kollege von der AfD, der gesprochen hat, wurde sogar noch beleidigend, hat einen SPD-Redner als Restalkoholiker bezeichnet. Hat sich dann aber dafür wieder entschuldigt. Ja, warum sagt man es denn dann überhaupt? Dann soll man es doch gleich lassen. Ist mir immer unverständlich, dieses Auftreten. Aber gut, jeder Mensch ist da halt anders. Was ich spannend fand heute bei der ganzen Geschichte, ist einfach dieses, dass wir jetzt plötzlich auf die CDU setzen. Ist klar, sie sind jetzt in der Opposition und dann ist es natürlich normal, dass man so redet. Das, was man selber 16 Jahre versäumt hat, wirft man jetzt den anderen vor, dass es im halben Jahr noch nicht alles umgebaut worden ist. Aber die CDU hat eigentlich die Dinge reingebracht, die wir auch kritisiert haben. Und da ist jetzt die CDU lustigerweise unser neuer Hoffnungsträger, wo wir jahrelang gesagt haben, das sind die Ausbremser. Naja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Wäre natürlich schön, wenn das wirklich noch irgendwie in die Verhandlungen mit reinkommt. Wir setzen da mal stark drauf. Und ansonsten gucken wir jetzt, also jetzt wird es erstmal ein paar Tage Ruhe sein, wo dann wirklich die Expertenräte zusammenkommen. Und dann kommt die zweite Lesung, die erwarten wir eigentlich so in 2 bis 3, 4 Wochen im Bundestag. Und das kann sein, dass dann schon die Entscheidung fällt oder aber noch eine dritte Lesung am selben Tag kommt. Das war beim EEG 2021 auch so.
Wir erwarten das eigentlich so für Anfang Juni, dass dann die Entscheidung getroffen wird. Dann geht das Ganze möglicherweise nochmal in den Bundesrat. Dann müssen noch gesetzliche Regularien umgesetzt werden. Und so ist dann der Weg freigemacht, dass das Osterpaket dann wirklich in Kraft treten kann. Vielleicht Mitte, Ende Juni, vielleicht wird es auch Juli. In dem Bereich wird sich das ungefähr drehen. Wenn ihr hier das Abo hinterlasst und die Glocke drückt, dann kriegt ihr es immer mit, weil wie gesagt, wie heute machen wir immer tagesaktuelle Videos zu allen Geschehnissen rund ums Osterpaket. Wie geht's weiter mit der Einspeisevergütung? Wie geht's weiter? Wann soll ich welchen Auftrag, wie, wo, warum überhaupt erlassen? Wie gesagt, wenn ihr abonniert habt, seid ihr immer dabei. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wir haben euch das Ganze einfach ein bisschen verkürzt und komprimiert dargestellt. Ihr könnt euch natürlich auch alles in Ruhe ansehen. 1 Stunde 20 Minuten. Link setzen wir unten rein, da könnt ihr euch alles ansehen. Und in diesem Sinne, Instagram mal vorbeischauen, da sind wir auch vertreten. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.